Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Purples Rapunzels Gesang im Bonuskapitel. Und wir waren hier zuletzt im Strahlenrätsel und ich hasse diese Strahlenrätsel. Aber wir werden versuchen, das irgendwie zu lösen. Ein bisschen habe ich hier noch neue gemacht, aber da kann auch noch was weg und das macht auch keinen Sinn. Vielleicht den einfach da oben jetzt ranstrahlern. Und dann ist der Rote schon mal drin, das wäre doch schön. Es sei denn, die müssen auf dem Boden ankommen. Dann habe ich natürlich ein Problem. Dann kommt der Rote da an. Tüdelüm, der kann mal weg hier. Alles Unnötige weg, damit wir genug Spiegel übrig haben. Und ich glaube schon, dass alle Farben unten und oben ankommen. Nicht müssen, aber im Sinne von, damit man es schafft, müssen sie sowieso oben und unten gegenstrahlen. So. Danach kann man sich ja dann schon mal richten. Njam, njam, njam. Da geht Gelb hin. Gelb geht so durch. Dann könnte man eigentlich... Ja, so. Gelb ist schon mal drinne. So ist Rot drinne. Wenn man jetzt nochmal Blau schaffen würde, das wäre grandios. Aber der geht dann da zurück. Das finde ich total dumm. Der wird dahin zurückgestrahlert. Das finde ich auch gut. Bringt mir aber irgendwie auch nichts, ne? Bisschen too much. Ich schrecke mich immer so, wenn das auf einmal nicht mehr geht. Vielleicht. Das ist auch doof. So kommt der Rote oben gar nicht dran. Dann vielleicht hier zurückstrahlen. Oh, das ist gut. Wie sollte ich das vorher auch schon, ne? Aber Rot und Gelb? Ja, vielleicht ist der Blaue einfach noch ein bisschen falsch. Der kommt hier und dann kommt der hier lang. Vielleicht muss man da noch einen hinschmettern. Kommt der hier erstmal weg. Wenn wir jetzt noch Gelb dahin dingsen würde. Ja, guck mal, sind alle schon mal drin auf jeden Fall. Das ist super. Aber funktioniert nicht. Warum? Weil hier unten irgendwie... Irgendwas ist falsch. Gelb geht dann noch, Rot geht oben dran. Rot finde ich gut. Blau ist ein bisschen blöd. Vielleicht muss Blau anders gelenkt werden. Geld kann man ja da trotzdem wieder ran. Ich will nur immer diese Farben nicht so vermischen. Das ist immer so verfrönt. Blau müsste aber eigentlich nochmal nach unten strahlern. Damit das hier... Genau. Weißt du? Damit es so wieder rumgeht. Ja. Klappt ja gut. Ich sag ja, ist nicht so mein Rätsel. Ich werde so... Also so lange werde ich jetzt... Ich werde jetzt nicht den ganzen Part hier hängen. Ich möchte das Spiel gerne schaffen. Und werde sonst einen Cut machen, so wenn ich jetzt merke, das dauert zu lange. Könnte natürlich auch überspringen, aber irgendwie will ich es auch geschafft haben. Ist ja immer so. Man beißt sich dann so fest, sozusagen. Wenn man den aber mal hier so, dann kommt er auf jeden Fall ja unten schon mal ran. Dann muss ich nur Gelb anders lenken. Dann ist Gelb ja auch falsch. So, der wird hier zurückgeschmettert. Guck mal, dann geht der da lang. Machen wir mal so. Ja, top. Nein, nicht ganz top. Weil, genau, jetzt kommt Blau oben an und unten an. Rot nochmal umlenken. Blau ist eigentlich gut so. Blau könnte man lassen. Ich nehme mal die Spiegel hier weg, die nicht gebraucht werden. Gelb kommt im Moment auch oben und unten an. Muss nur so gelenkt werden, dass es am Ende auch ankommt. Ja, super. Das läuft. Fast.
Ja, gelb ist drinne und kommt oben an. Könnte klappen, könnte klappen. Jetzt noch rot. Rot, meine Damen und Herren, rot. Scheiße. Zu viele Spiegel schon wieder verbraucht. Mann, dabei sieht das so gut aus. Vielleicht kann man das ja... Sieht aber gut aus. Mensch, sieht aber gut aus. Ja, so kommt Blau natürlich sonst nicht, oder? Kommt Blau immer an? Blau kommt immer an. Das ist gut, Blau kommt an. Dann kann der eine doch weg. Der vielleicht... Der muss irgendwie umgestrollert werden. Der darf aber, muss aber auch oben ankommen können. Vielleicht können wir den nochmal ändern. Ich habe so das Gefühl, das ist schon ganz gut, was ich hier eigentlich mache. Unten gelb und blau. Oben gelb und nicht blau. Das darf ich eigentlich nicht kaputt machen. Für Gelb wird ja auch echt viel, für Blau wird eigentlich ganz schön viel benutzt, ne? An so Plattformspiegeln. Eigentlich verbraucht er echt viel. Vielleicht könnte man das auch direkt da irgendwie... Wo strahlt er denn hin, wenn ich den wegnehme? Achso, ich dachte, er geht dann hier vielleicht um die Ecke. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Rot! Rot! Rot muss aber oben ankommen. Das geht doch sonst nicht. Ja, vielleicht muss man Blau anders lenken. Leute. Hier geht jetzt zum Beispiel Rot und Blau viel besser ran. Nur Blau kommt nicht mehr an. Till dann. Ich nehme den mal weg hier. Tu mal so. Ah ne, das ist auch blöd. Der muss da unten ankommen. Und strahlen wir den zurück? Geht das nicht? Ich kapier das auch nicht, wie Leute das so schnell lösen können. So, weil es für mich so Spiegel, Strahlen, irgend so ein Scheiß. So, ich gebe mir Mühe. Und das ist ja das Wichtigste. Und dass es mir Spaß macht. Und dass es euch Spaß macht. Aber das wissen wir natürlich alle. Es geht nicht darum, das jetzt schnell zu schaffen. Ich habe richtig Freude daran. Und das ist ja das Wichtigste. Seht ihr, wie ich mich freue über dieses Rätsel? Ein Traum. Ich könnte nur solche Rätselspiele spielen. Meine ganze Freizeit. So Spiegelrätseln. Richtig geil. Soll ich das jetzt alles wieder kaputt machen oder was? Ist doch kacki. Guck mal, ist doch toll. Guck mal, Rot kommt hier so. Rot geht jetzt da lang. Rot muss da oben. Es sei denn, hier ist schon ein Fehler und das glaube ich nicht. Verdammte Axt. Ja, warte mal. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Mache es so ein bisschen weiter, sodass wir noch die Lösung zusammen schaffen werden und dann... wird das grandios. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe bei der Shivas-Tochter mal reingeguckt, wie die das gemacht hat, weil die ja so ein Fuchs ist und das mal ganz schnell lösen kann. Ich bin immer ganz neidisch auf sie, dass sie diese Rätsel so toll lösen kann. Und bei der ist das dann, sieht das so aus. Und da muss ich jetzt eigentlich nur noch den blauen Spiegel hinsetzen und dann haben wir es, glaube ich. Ja, toll. Diesen Fuchs, was das angeht, ist sie echt gut. Großes Lob an Shiva. I knew you could do it. Thank you. I should tell you the whole story. Thumbelina is actually Flora, the goddess of flowers and the guardian of nature's balance. I'm not sure what happened, but she must have been terribly weak to fall victim to this curse. We need to send her back to her home to recuperate. Our world needs her protection. Alles klar. Thumbelina is the goddess Flora. We must bring her home before it's too late. Okay. Sind das nicht die Prinzessinnen? Doch, doch, bestimmt. Und da ist irgendwas zum Mitnehmen. Die Aussparung ähnelt der Blumenkrone auf dem Haupt einer Prinzessin.
Blumenkrone. Ich habe aber keine. Was haben wir hier noch so? Nature must have balance. The goddess must be restored to her home. Ja. Das ist wichtig. So, die habe ich da irgendwie das letzte Mal reingetan. Da erinnere ich mich noch dunkel dran. Jetzt haben wir den Ring. So, wo ist denn das, wo ist sie denn? Die Kleine. Ich brauche einen Wegführer. Und das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte... Eine Göttin und ein kleines Mädchen hier steht. Die Falle ist vorbereitet. Sobald die beiden letzten Prinzessinnen fort sind, wird Floras Macht mehr und mehr schwinden. Das ist meine Chance. Aha. Mhm. So ist das also. Um den Fluch zu brechen, sind drei wichtige Substanzen der Alchemie nötig. Salz, Quecksilber und Schwefel. Okay. Und sonst so. Blumenkrone, Blumenkrone. Irgendwas... Irgendwo ist denn... Wo ist die denn, damit man der was aufsitzen kann? Irgendwas war doch da noch. Ne? Da war doch was. Da war doch was. Ich brauche nur immer eine Ahnung, wo ich hinrenne, weil das immer so blöd ist, wenn ich nicht am Stück aufnehme. Dann ist man halt voll drin, dann checkt man das auch. Statue Ruhe und Eleganz, das ist ja schön. Die vielleicht? Auch nicht. Vielleicht nach oben nochmal. Was darf es denn sein? Hier haben wir... Ich muss nach einer Art Schmetterlingsschlüssel umsehen. Okay. Tipp, bitte, tipp, bitte, tipp, bitte, tipp, tipp, tipp. 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 Da kann das jetzt rein. Ach, da gehört die Blumenkrone. Ich dachte, die soll ich hier jemanden aufsetzen. Dann kann ja da Rapunzel rein und dann hat sie es auch. Tü-tü. Thumbelina's curse is broken, but now she's trapped. Go, I'll take care of those monkeys. No harm will come to Thumbelina. Na dann. Los, Jungs. Ich hoffe, sie sind miteinander glücklich geworden. Wie bekomme ich dieses Schränkchen wohl auf? Es ist fest verschlossen. Tja, dann und? Thumbelina's curse is broken, but now she's trapped. Ja, und jetzt muss ich wieder alles machen. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die dünnen Stangen sicher durchtrennen. Wimmeln! Ein Wimmelbild spielen. Und ich werde einfach mal wieder lustig drauf losknicken. So. Oh. Bisschen übertrieben. Mit dem Geklicke. Gut, okay. Ich wimmel richtig vernünftig nicht. Hinter mir ist bestimmt was. Wetten? Njam, njam. Ist das hier oben was zum Mitnehmen? Gut. Blätter sind ja hier auch sehr viele. Vor allem sowas Schnörkeliges. Das finde ich auf den ersten Blick. Und dann haben wir auch noch unsere Blume und so einen Ring wie den da und das Ding da und auch nicht. Oder auch nicht? Ist doch, weiß ich doch. So, noch ein goldenes Schnörkelding. Goldenes Schnörkelding, ich finde dich. Ich sehe hier ganz viel von diesem Zeug, aber irgendwie funktioniert keins. Der kleine lila Stein. Der war es auch. Und der blaue, den habe ich doch hier. Da ist er. Die grünen Blätter. Also, das ist schon gemein in so einem Bild. Das meinst du ja alles so aus. Nicht einfrieren. Ich weiß schon. Und wenn sich das bewegt, denke ich immer, es ist ein Chamäleon-Objekt. Aber es gibt es ja hier, glaube ich, in der... Das ist ein Schnörkel, ne? Ist das ein Schnörkel? Nee. Da jetzt auch die Blume, okay. Die Blume nur. Wie langweilig. Dann nehme ich jetzt noch eine grüne Blume. Die. Ja. Sind das die Blätter? Da war sie. Ne. Schnörkel. Jetzt wird geschnörkelt. Da ist ein Schnörkel, hier ist ein Schnörkel. Es ist so ein Rostbraun. Vielleicht mehr in der Farbumgebung, in der es passt. So, hier so. So, da unten. Okay. Da? Juhu! Und das ist das andere. Juhu! Jetzt noch die grüne Blume, die ist da. Oh, jetzt wird das was, jetzt wird das was. Und die andere Blume. Das ist fertig. Fehlt noch die graue, die eine, die Blume. Blume! Da. Ha, ich hab's geschafft. Nicht ganz ohne Tipp, aber egal.
So, Sonnenemblem. Was denn jetzt hier? Wo ist noch? Ist hier noch was drin oder nicht? Diese furchtbaren Affen müssen Geschöpfe der bösen Hexe sein. Eine liebreizende Statue einer liebreizenden Prinzessin. Thumbelina's curse is broken, but now she's trapped. Ich hoffe, sie sind in deiner Glück geworden. I'll take care of those monkeys. No harm will come to Thumbelina. Für Thumbelina. Ja, dann mach doch mal. Leg los. Vor langer, langer Zeit kam die Göttin Flora zu uns auf die Erde. Sie liebt das Land, seine Natur und die Menschen und beschloss, diese zu beschützen. Ihren Auserwählten ließ sie große Macht zuteil werden und ernannte sie zu Schutzpatronen ihrer geliebten Blumen. Die Gesichter kenne ich doch. Okay, so war das also. Ist schön. Ich mag diese Hintergründe. Diese Ort hat eine heilige Ausstrahlung. Was mache ich jetzt hier noch? Das aufnehmen. Ich Schlaumeier. Schmetterlingsschlüssel. So, und wo waren jetzt die ganzen Millionen Kisten, die man noch aufmachen kann? Überall Kisten, Kisten. Oh, hier ist doch was zu tun. Da, ein Wimmelbild. Für alle Wimmelfreunde da draußen in der Welt. Ein grüner Apfel, den sehe ich hier. Eine gelbe Birne, dann gibt es Bier. Bunte, bunte Sachen. Und ein grüner Kranz, den suche ich auch. Oh, den werde ich bestimmt finden. Ich weiß es, da ist er. Und den Busch. Und die Flasche. Oder auch nicht. Rotes Gestrüpp. Da war es auch schon, so ein Kastaniendings. Suchen wir auch. Kastaniendings, Kastaniendings. Da ist das Kastaniending. Ein kleines Blatt, das haben wir auch. War gar nicht so klein, die grünen Dinger. Und dann haben wir es auch schon fast. Nur noch die komische Buddel. Die bestimmt hier ist. So. Weil hier noch gar nichts war. Ja, ist okay, ist eingefroren, sorry. Oh, ich bin voll schlecht. Da ist sie doch. Mein Gott, sag doch was. Ich hab's. Ich habe den Erntekranz. Erntekranz, Schmetterlingsschlüssel. Damit machen wir jetzt drin die Schmetterlingskiste auf und rauskommen Schmetterling. Nein, nicht ganz. Blumenkranz, noch einer. Und Ranken, die Magie aufgesaugt haben, können ihre Opfer in kürzester Zeit erdrücken. Nur die richtige Mischung aus magischem Eis und Feuer kann sie vernichten. Die richtige Mischung aus magischem Eis und Feuer. Wie verschmilzt man magisches Feuer und Eis? Ja, ja, das habe ich mich... Das frage ich mich auch oft. Abends. Im Bett. Wie mache ich das? Eis und Feuer. Und keine Antwort. Das Juwel in dem Gemälde, das kommt, da kommt mir ein Gedanke. Ach, die kennen sich. Hier sind die, warte mal. Sind die hier auf dem Boden, nicht? So? Ja, komm, das war doch schon richtig. Oder auch nicht. Das gehört auch. Noch ein Portal. Wo mag es hinführen? Was für ein Anblick. Ha, das ist wirklich schön. Echt jetzt. Was kriegen wir? Ein Parabelding? Eine Parabel freigeschaltet, die hören wir uns an. Haben wir Däumelinchen schon angehört? Ich glaube, Däumelinchen hatten wir schon, ne? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann... Der Zauberer von Ost, den hören wir uns jetzt mal an. Once upon a time, there was a young girl named Dorothy. One day, her house was swept up by a mysterious tornado that carried her to a magical land of fairies and flowers. Dorothy learned of a goddess residing among the fairies. Hoping she could show her the way home, Dorothy set off on a journey to the core of the fairyland, Rosaria, joined by the others she befriended. Among her companions was a scarecrow, who confessed his desire for a brain, a tin man, who proclaimed his wish for a heart, and a cowardly lion, who wished for courage. They overcame many obstacles and perils along the way, only to have their hopes dashed when the goddess confessed she was unable to grant all of their wishes. Instead, the goddess gave the scarecrow, tin man, and lion tokens of her esteem, for their journey had made it evident they possessed the traits they so desired already.
And with a click of her shoes, Dorothy was whisked safely back home. The goddess resumed her post, maintaining the balance for nature. For certainly, there was no place like home. Ja, nichts ist wie zu Hause. Sehr, sehr süß gemacht. Ich habe den Zauberer von Oz echt gerne früher geguckt. Als Kind gab es eine Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Aber da gab es eine Zeichentrickserie, die habe ich gemocht. Ich habe immer mit... Das blöde Lied hat mich eigentlich genervt. Aber irgendwann konnte man es mitsingen, weil man es dann auswendig kannte. Und ja, das war eine schöne Zeit früher. Dieses Podium muss eine wichtige Bedeutung haben. Zum Beispiel für den Ring oder die Grenze. Oder auch gar nichts. Aha, diese holde Maid vermisst ihren Kopfschmuck. Warte, dann geben wir doch denen mal einen Kranz. Einer wird doch dabei. Was für die? Diese holde Maid vermisst ihren Kopfschmuck. Keiner dabei? Hab ich vielleicht aus Versehen... Ah, okay, doch. Dann ist das hier... Dann muss es doch der von ihr sein. Ja, also fehlt mir noch der dritte. Mensch. Doch. Parabeln sind wir also auch durch, wenn wir denn Dormeline uns angehört hatten. Ich meine schon. Da glaubt man wirklich an das Gold am Ende des Regenbogens. Ja, so schön wie das hier ist schon. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, diesen himmlischen Ort zu untersuchen. Haben wir aber nicht. Wir müssen Dormeline helfen. Was ist jetzt hier? Macht man dann einfach nur das mit dem Kopfschmuck, oder? Ja, das ist ja gemein, hier so ganz vorne das so hinzulegen. Diese Blumen und Gräser scheinen von Leben regelrecht zu strahlen. Gut, dann haben wir jetzt den Ring geholt. Vermisst wir must hurry. There's not a moment to lose. Ice won't be enough to destroy the vines. Perhaps if we could combine extreme heat and cold together. Hm, das wurde uns ja auch so empfohlen. We must hurry. There's not a moment to lose. Gut, Ringe können die hier nicht rein. Ja. Wunderbar. Passt sogar. So soll es sein. Und da ist auch der dritte Kranz. Das ist ja dann nicht so schwer gewesen hier. Kann man sich merken. Nope. Ein Rätsel. Und solche Rätsel mag ich wesentlich lieber. Also das kriege ich dann auch hin. Als das andere. So, wir haben hier so eine süße Blume. Die packen wir mal da vorne hin. Zack, ist sie drin. Die gehört dahin. Dazu muss ich das Ding aber hier irgendwie drehen. Und die gehört dahin. Aha. Achso, die Rose ist ja auch im Weg, ne? Und die auch. Die sind natürlich richtig doof im Weg. Und gehören hier überhaupt nicht hin. Tildim. Die Rose, die kann hier unten hin, die muss sowieso nach links. Die muss ja sowieso hier hin. Dann kann die auch gehen, die Rose. Die kleine Blume. Ich bin schon ein bisschen... Dürf mich gerne manchmal so ein bisschen für... Nicht mehr so, ne? Mal eine Tasse im Schrank. Die freut sich immer so, wenn sie wimmelt, ne? Die kleine Alexis, so. Ja, es ist schön, dass sie drin ist, aber ich weiß nicht, ob das so gut überhaupt ist. Die soll noch da. Wo soll die hin? Da oben. Hm. Mal die mal rausholen. Das ist irgendwie so doof. Ah, dann kann die schon mal rein. Ist gut. Mach die mal zurück hier einmal, damit der Weg frei wird für die hier. So, dann kann der auch wieder zurück. Ist der auch drin? Und die Rose soll doch rein. Ja, wunderbar. Das läuft ganz gut. Aber irgendwas ist hier noch.
Ist hier noch die andere Blume? Ja, da ist noch die andere Blume. Die muss ich mal rausholen. Jetzt sehe ich die überhaupt nicht. Guck mal, von ganz hinten. Zack. Cool, oder? So, dann kann der hier ja auch zurück. Ja, dann ist der auch schon drin. Fehlt nur noch die letzte Blume. Blume. Und dann haben wir es. Ach Mensch. Das ist ja doof hier. Das ist ja tricky. Das muss ich ja irgendwie damit hinkriegen, ne? Der muss irgendwie nach unten aus dem Weg geschafft werden, aber der muss da auch rum. Können wir denn da nicht den Platz machen? Das kann man auch dann nachmachen. Erstmal muss der hier rüber. Genau, erstmal muss der hier rüber. Das ist ja egal jetzt, der ist ja durch. Oder ist es nicht egal? Ach, immer diese letzten Schritte. Das ist so doof. Ist der wenigstens da schon mal durch. Das ist ja auch schon mal gut. Oder? Ich komme gar nicht durcheinander hier. Irgendwie funktioniert das hier nicht, was ich vorhabe. Irgendwie komme ich durcheinander, obwohl das so die letzten doofen Schritte wieder sind. So. Das nervt mich gerade hier. Du sollst dahin. So. Ich will nur nicht durcheinander kommen. So, du bist schon mal hier. Das ist ja super. Und du, Olle Blume, sollst da auch rein. Jetzt muss ich nur noch den Weg freikriegen. Ich glaube, der geht jetzt frei. Ja, ja, wunderbar. Na, endlich. Okay. Check. Blumencheck. So, da haben wir irgendeinen Feueressenz. Ach, hart, okay. Das ist klassi. Dann gehen wir mal wieder und benutzen Feuer. Hier. We will do this together. Zusammen können wir es schaffen. Das hat ihr gar nicht gefallen. Däumeline! I have her. We need to get her home quickly. Ja, schnell. Hurry, there's no time to lose. Däumeline. I have her. We need to get her. Run all you want, little mice. You will never leave this place. Never. Never. Okay. Was ist los hier? Können wir machen? Dieser Pfad ist uns versperrt. Was können wir tun? Was können wir tun? Guck mal doch, das kann man frei machen. Wir können durch. As well as a modicum of my power. Thank you for answering my call. You have all my deepest gratitude, and I am glad in the journey has seen you likewise rewarded. I must stay in Rosaria to replenish my powers before I can return. But I will rest easy, knowing the three of you will be there in my stead. Our time in Floralia has finally drawn to an end. Kai is eager to return to his studies. Although I think he is very wise already, he is anxious to be able to use his knowledge to protect those important to him. Gwen tells me he has discovered more than he hoped for, and found someone he thought lost to him. He has invited me to visit the castle,
under much friendlier circumstances. As for me, I feel as though I've lived more in the past few days than I ever have before. I've met so many new friends and I am much more confident in using my powers. I am not sure what the goddess meant of the rewards we have received, but what greater reward could there be than saving the world? I hope one day the three of us will have another adventure together. Until then, it is time to go home. Tipp, um zurück zum Hauptmenü zu gelangen. Das werden wir doch tun. Das war's mit Dark Pebbles, Rapunzels Gesang in der Sammler-Edition. Sehr, sehr schönes Spiel. Also ich fand das super positiv. Auch wenn mich jetzt zuletzt in den letzten zwei Parts nicht immer so an alles gerade erinnern konnte. Aber mir hat das sehr gut gefallen. Nicht nur das, die Musik ist natürlich wie immer schön und alles so idyllisch und Dark Parables halt. Und man gewöhnt sich auch an den Stil der Spiele, was ich sehr schön finde, dass das immer so fortgesetzt wird. Und natürlich auch so diese Geschichtsverknüpfung. Also ich finde, man merkt einfach, dass immer mehr Mühe reingesteckt wird, so dass die Charakter auch so einen Sinn miteinander haben, so wer was gemacht hat, warum die Dinge passieren, wie sie passieren. Und es ist sehr umfangreich. Also wenn man jetzt noch das Bonuskapitel dazu nimmt, fand ich sehr, sehr süß. Ich glaube, es hat euch auch gefallen, Leute. Ich würde sagen, ihr hinterlasst mir, hinterlasst mal einen Daumen hoch oder Kommentar, falls es euch gefallen hat natürlich. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid im nächsten Wochenendspiel. Ich weiß auch schon, was ich mache. Und das wird natürlich was ganz anderes jetzt vielleicht mal werden, so als ihr vielleicht denkt. Und ich freue mich schon sehr drauf. Mal gucken. Wird wahrscheinlich sehr viel Spaß machen. Würde cool sein, wenn ihr dabei seid. Und dann verabschiede ich mich. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit diesem Dark Parables Teil. Natürlich werde ich auch noch die nächsten weiteren spielen. Wann weiß ich, wie man... Also ich habe sie auch noch nicht gekauft. Und dann, wenn ich das gemacht habe, geht's weiter mit dem Dark Parables Wimmelbild Fieber. Wie immer halt. Wir sehen uns, Leute. Bis dann.